Hallo, heute zeigen wir euch, wie Aluminiumleiter betriebssicher an Phoenix-Kontakt-Reihenklemmen angeschlossen werden. Jetzt schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Olaf, an welchen Reihenklemmen können Aluminiumleiter eigentlich angeschlossen werden? Ja, André, für den direkten Anschluss von Aluminiumleitern eignen sich unter anderem die Phoenix-Kontakt-Schraubklemmen der Baureihen UT, hier repräsentiert durch die Baureihe UTI, und UKH, auf die wir in diesem Video uns konzentrieren. An dieser Stelle schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. An UT und UKH können ausschließlich eindrehtige, runde oder sektorförmige Aluminiumleiter angeschlossen werden. Also nur Aluminiumleiter der Klasse 1. Okay, das haben wir verstanden. Können die Aluminiumleiter denn einfach so angeschlossen werden? Nee, André, nicht generell. Es ist nämlich so, nach dem Abisolieren entsteht am Aluminiumleiter binnen kürzester Zeit eine dünne, nicht leitende Oxidschicht. Diese muss also zuvor für eine betriebssichere elektrische Verbindung entfernt werden. Die Oxidschicht wird mit einem Messer auf diese Art und Weise abgeschabt. Das machen wir jetzt mal. Erstmal Leiter abisolieren. Und dann so die Oxidschicht mit dem Messer entfernen. Soll statt einem Messer eine Drahtbürste verwendet werden, dann bitte die Oxidschicht nicht durch Hin- und Herbewegungen abschrubben. Denn dadurch werden die Oxidpartikelchen nicht nachhaltig entfernt, sondern nur verteilt. Wenn eine Drahtbürste verwendet wird, dann also bitte nur in eine Richtung arbeiten. Ich empfehle das vielleicht in die Richtung dann auch durchzuziehen. Nach dem Entfernen der Oxidschicht muss nun der blanke Leiter schnellstmöglich in säure- und alkalifreie, also neutrale Vaseline getaucht werden. Hier ist die Vaseline. Leiter rein. Nun kann kein Luftsauerstoff mehr angreifen und es kann sich keine Oxidschicht neu bilden. Alles klar. Und wie machen wir jetzt weiter? Ja, André, jetzt erfolgt natürlich der elektrische Anschluss des Leiters an der Reihenklemme. Dafür wird die Klemmstelle mit dem maximalen Drehmoment angezogen. Das machen wir hier mal. Blau auf blau. Also hier rein. Drehmomentschrauber ist passend eingestellt. So, jetzt muss Kraft her. Zack, da hat er ausgelöst. Das war's. Das bewirkt nämlich nun Folgendes. Dem Aluminiumleiter, der ja viel, viel weicher als ein Kupferleiter ist, wird dadurch sehr schnell die Neigung genommen, sich noch weiter zu verformen. Die verbleibende Neigung, sich überhaupt weiter verformen zu wollen, kann nun von den federnden Elementen der Schraubklemme ausgeglichen werden. Das war jetzt ja der Erstanschluss. Muss ich denn die Klemmstelle nochmal nachziehen? Nee, André, wir raten sogar ausdrücklich davon ab. Denn wenn zu stark angezogen oder zu oft nachgezogen wird, dann wird der Aluminiumleiter strukturell so beschädigt, dass er brechen kann. Das gilt natürlich auch für Service und Instandhaltung. Am besten den Anschluss, solange er betrieben wird, einfach in Ruhe lassen. Das ist gut zu wissen. Danke dir dafür. Gibt es denn noch Alternativen zu diesem Verfahren? Ja, André, namhafte Hersteller haben sogenannte Bimetall-Kabelschuhe im Angebot. Damit lassen sich Aluminiumleiter auch indirekt an Klemmen anschließen, die sich sonst nur für Kupferleiter eignen. Und abschließend noch ein ganz wichtiger Hinweis. Grundsätzliches zum Thema sicherer Anschluss von Aluminiumleiter findet ihr im Downloadbereich der jeweiligen Schraubklemmen. Ein Beispiel seht ihr hier. Vielen Dank, Olaf, für deine Erklärung. Das war es heute zum Thema richtiger Anschluss von Aluminiumleitern an UT und UKH-Klemmen. Für den richtigen Anschluss von Aluminiumleitern an den Ubal-Klemmen stellen wir euch ein separates Video zur Verfügung. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen.